Hallo allerseits. Wie ihr wahrscheinlich wisst, besetzen die Wüsten ein Drittel der Landfläche der Welt. In der gesamten Menschheitsgeschichte wurden viele verschiedene Dinge darin gefunden. Riesige Schiffe, Schätze, verlassene Wasserquellen und ganze Städte. Aber heute zeigen wir euch etwas Interessanteres. Einige dieser Entdeckungen werden so seltsam und erstaunlich sein, dass es scheint, als hätten sie überhaupt keine Erklärung. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Vor euch sind die unglaublichsten Dinge, die in der Wüste gefunden wurden. Prada-Geschäft. Ja, ihr habt euch gerade nicht verhört. Mitten in der kargen Wüste von Texas steht ein echter Prada-Laden. Seine Regale sind gefüllt mit teuren Taschen, Schmuck und Designerschuhen. Sie können jedoch nicht erworben werden, selbst wenn man wirklich wollte. Tatsächlich ist dies nur eine Installation, die aufzeigen soll, wie ein Geschäft weit ab der Zivilisation aussehen wird. Bloß war nicht alles gut durchdacht, denn am ersten Tag nach der Eröffnung wurde die Boutique ausgeraubt. Nach solch einem Malheur wurden die Türen mit stärkeren Schlössern und dickeren Fensterscheiben ausgetauscht. Die Sachen wurden neu gebracht und in die Regale gestellt. Pfeile. In der Wüste von Arizona kann man riesige 20 Meter große Steinpfeile sehen. Viele Jahre lang versuchten die Einheimischen ihre Herkunft zu entschlüsseln und bauten die verrücktesten mythischen Theorien ihres Auftauchens auf. Liebe Fans des Übernatürlichen, sie hatten eine relativ normale Erklärung. Die Pfeile wurden bereits 1911 installiert. Vor dem Aufkommen von GPS und Google Maps halfen sie Postflugzeugen bei der Navigation und der Lieferung von Paketen an die Westküste. Das ist auch schon alles. Telefonzelle. Es ist schon merkwürdig, ein Kommunikationsmittel mitten in der Wüste zu sehen, aber dennoch wurde 1960 in der Mojave-Wüste 13 Kilometer von der nächstgelegenen Straße entfernt eine Telefonzelle aufgestellt. Sie war für Minenarbeiter und Verirrte gedacht, aber die Zelle, die einen recht klaren Zweck hatte, ist vor allem bei Touristen besonders beliebt geworden. Es gab sogar einen gewissen Rick Carr, der 32 Tage lang in der Nähe des Häuschens wohnte und 500 Anrufe beantwortet hat, von denen einer sogar aus dem Pentagon stammte. Im Jahr 2000 wurde die Zelle wegen der Anhäufung von Müll und Vandalismus abgerissen und es wurde später sogar ein Film über sie gedreht. Videospiele. Die bekannte Firma Atari produzierte 1980 so viele Produkte, dass die Lagerhallen vor Spielen und Konsolen fast geplatzt sind. Sie mussten dringend entsorgt werden. Es wurde beschlossen, all diese Schätze irgendwo in der Wüste zu vergraben, was auch geschehen ist. Der Schatz wurde jahrelang gesucht und erst 2014 ausgegraben. Im Versteck findet man Tausende von Videospielen, Konsolen und Sammlerpublikationen in einwandfreiem Zustand. Alles Gefundene wurde auf eBay ausgestellt und augenblicklich für große Summen versteigert. Hand. In der Atacama-Wüste im Norden von Chile kann man einen riesigen 11-Meter-Arm sehen, der aus der Erde hervorragt. Ihr denkt bestimmt, dass er irgendeine mystische Geschichte hat, aber alles ist viel einfacher. Er wurde 1992 als Symbol für die Verwundbarkeit und Hilflosigkeit eines im Sand versinkenden Menschen erbaut. Wenn ihr nicht glaubt, dass er in der Realität existiert, könnt ihr es auf Google Maps bewundern. Schwimmbad. Ein Reservoir nur fürs Baden in der Wüste? Was könnte besser sein? So dachte ein findiger österreichischer Künstler und baute in der Mojave-Wüste einen echten Luxuspool. Jeder kann mitten in einer heißen Wüste in kühlem Wasser baden. Das Problem ist, dass dieser Pool nicht einfach zu finden ist. Es gibt keine Orientierungspunkte in der Nähe und Google Maps bestimmt nicht seinen Standort. Libysches Glas. Dieses Glas ist das seltenste Mineral auf dem Planeten, das nur im Sand Ägyptens gefunden werden kann. Genau aus diesem Stoff wurde der Anhänger hergestellt, den man im Grab Tutanchamuns gefunden hat. Wissenschaftler haben die Entstehungsgeschichte noch nicht aufgedeckt, aber eine Version besagt, dass vor 28 Millionen Jahren ein riesiger Meteorit in die Wüste fiel, seine Temperatur den Sandschmolz und der Wind die flüssige Mischung in der Wüste zerstreute. Aber diese Version hat keine Beweise, also könnt ihr eure Vermutungen aufstellen.
Atem der Wüste. Dieser seltsame Ort liegt im Osten Ägyptens und ähnelt sehr einer UFO-Basis. Doch eigentlich wurde dieses Sandkunstwerk 1997 von griechischen Künstlern geschaffen. Es ist weit von der Zivilisation entfernt und nimmt eine riesige Fläche von 1000 Quadratmetern ein. Man glaubt, dass der Atem der Wüste die Unendlichkeit sandiger Pfade verkörpert. Aber man mag eher daran glauben, dass es eine Spielerei von Außerirdischen ist, nicht wahr? Das war's. Bis demnächst, Freunde.